Schnell Radio aus, sonst gibt es wieder Ärger. Hier sind eure Osterhasen. Auf dem Feld hier und auf dem Feld rechts daneben, wo die Kultur noch nicht so hoch ist, immer um die 11 Hasen. Was soll mal einer sagen? Euch wird es nicht mehr geben. Immer mehr von euch und das ist auch gut so. Ist jetzt reiner Zufall wieder, dass die hier vorne sind. Normal, wenn die weiter weg sind, sieht man die wesentlich schlechter. Dann machen wir gerade hier die Knatterkiste aus und probiere euch mal ein schönes Bild. Der hört nicht auf. Jetzt habe ich die Handbremse nicht angezogen. Moment. Und das Licht an. So, jetzt hört er auf. Im Hintergrund mit dem Sonnenaufgang. Ist das nicht herrlich? Ich sage ja immer, man muss mal früh raus ins Feld und einfach mal gucken, was da los ist. Wir haben 5 Grad plus, kalte Morgen immer. Und heute wird es mit Sicherheit wieder wunderschön. So, ich fahre mal weiter. Ich muss noch ein bisschen was machen und wünsche euch allen einen wunderschönen Morgen. Vielleicht hier mit den Hasenbildern. Das sind die originalen Feldhasen. Die heißen nicht ohne Grund Feldhase. Gut, dass ich hier alleine bin. So, jetzt sind sie aus dem Bild gerückt. So, da im Hintergrund habt ihr gerade den Fasanenhahn gehört. Ich gucke mal gerade, ob ich hier was sehe. Da hinten sitzt auch was, kann es aber nicht erkennen, wahrscheinlich auch ein Hase. Was für ein Gesang. So, dann dreht euch nochmal rum, bis dann. Und hier nochmal zum Abschluss, zum Abschied. Die 3 Hasen. Wo ist der dritte? Den habe ich weggezaubert. Okay. Nee, der dritte sitzt da hinten in der Spur. Ein Stück weiter. Kann man aber schlecht erkennen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Idolen, herrlich. Und wunderschöne Augen, intelligent. Vergiss es. Ja, hier holen sich viele Vögel hier Futter. Das, was die Pferde fallen lassen. Oder wenn noch was im Futtertrog ist, haben wir direkt. Seht hier eine Elster oder eine Dohle. Und die kontrollieren hier alles. Und dann wird gefressen. Ist ja auch gut so. Ja, wir sind hier eine große Community, eine schöne Lebensgemeinschaft. Und ich glaube, hier geht es jedem gut. Wunderschönes Wetter und es ist einfach gigantisch. Macht einfach nur Spaß, draußen zu sein. Ja, ja, das war gerade lustig mit der anderen Dohle, die war relativ nervös immer rein, raus, rein, raus. Die ist weg, hier ist schon wieder eine. Wir haben eine Dohlenkolonie und die sind
höchst intelligent. Tja, hier blüht alles. Und es ist einfach nur schön. Macht mir mal Riesenspaß morgens raus. Ich freue mich jeden Morgen schon, dass ich aufstehen darf. Ich freue mich abends schon auf den nächsten Morgen. Ich kann dann auch nicht mehr schlafen. Und will einfach nur raus. Ja, hier ist unsere Chill-Out-Area am Walnussbaum. Und hier werden die letzten Pferde gerade rausgebracht. Morgen. So, zeige euch nochmal. Der Tag hier beginnt. Das sind nämlich die Wallache, die galoppieren hier gerade eine Runde oder einer. Ich gehe gleich mit Duppi angrasen. Hier ist die Offenstallgruppe. So, hier lässt man sich gut gehen. Genießt den kühlen Morgen. Das ist übrigens hier Grünkompost, haben wir ausprobiert, ich weiß gar nicht mehr, vor 10 Jahren, ist mittlerweile, ich glaube, überall im Einsatz. Wir haben es damals von einem Arzt begleiten lassen und jetzt ist es überall, in allen möglichen Stellen, als Einstreu im Einsatz. Man hört ein bisschen die Autobahn, die A57. Hier kann man übrigens sehen, wo ich das Gras nachgesät habe. Sieht man jetzt schön mit dem Licht die Streifen im Boden. Hier könnt ihr das gut erkennen. Und ich sähe das ja ein, obwohl die Pferde auf der Weide stehen. Und dann kommt es irgendwann raus und meistens so im April, Mai wächst es so stark, dass es überhaupt gar nichts ausmacht, was man schon gesät hat. Weil viele sagen, oh, dann machen die Pferde die jungen Graspflanzen kaputt. Nee, das ist nicht so. Auf den großen Flächen hier hat das einen riesen Vorteil. Auch hier sieht man die Streifen von der Nachsaat. Ja, habt ihr mal einen kleinen Eindruck. Duplo ist noch nicht draußen. Also hier die Wallachgruppe ist noch nicht rausgebracht. Das ist wahrscheinlich dann die nächste Gruppe, die rausgeht. Und wir machen dann tatsächlich, trotzdem, dass die Pferde das ganze Jahr über rauskommen, noch anweiden, weil die Weiden jetzt extrem abgehen, die Sommerweiden von den Wallachgruppen. Und da muss der Pferdemagen sich erstmal dran gewöhnen. Und hier noch unser schöner Baum auf der Weide, der unter Naturschutz steht, natürlich, selbstverständlich. Dann würde ich mal sagen, bis später irgendwann. Paula und Lisa sind hier am Spielen, haben eine Fahrradtour gemacht und hier sind alle den tollen Mondabend genießen. Paulchen. Ja, kommt die nächste. Direkt Ärger.
Die zwei Mädels. So, bis dann. Tschüss. Lupi hat entschieden. Hallo. Hi. Ich bin gerade am Angrasen, heißt das. Dupi durfte frei entscheiden, welche Stelle er sich auswählt von dem ganzen hohen Gras hier. Und hat hier so eine Kleegras-Ecke ausgesucht. 20 Minuten. Und 20 Minuten erstmal hat er geschnüffelt, an jedem Pferdeppel laufen. Der ist schlimmer als Paul Herrmann. Dupi. Ja, der hätte sich hier jede Stelle aussuchen können. Ich habe ihm freie Hand gelassen. Er durfte mich leiten, wohin er will. Hat sich dann hier diesen kleinen Erdhügel ausgesucht mit Klee. Naja, soll er machen. Knutschlippe, ja, die hätte er tatsächlich. Ach, ist das herrlich heute. Und diese Ruhe. Also wenn man mit dem Pferd angrasen gehen möchte, der findet sicher auf allen möglichen Reitanlagen genug Möglichkeiten, das zu tun. Und es sind schon ganz viele Fliegen unterwegs und Insekten. Deshalb die Maske. Wird immer gefragt, warum die Maske? Jetzt kann man es vielleicht sehen. Die Fliegen setzen sich sonst an die Augen. Ich muss auch schon immer meinen Kopf schütteln, damit die weggehen. Also hier ist schon alles aktiv. Ich meine, ich hätte auch schon eine junge Krähe gesehen, weil hier war eine Krähe, eine andere am Füttern. Das ist auch relativ früh. Da oben ist ein Segelflugzeug, Alexander Krone. Guckt, ob alles in Ordnung ist. Die kommen von Bayer Leverkusen, ist ein Verein. Und meistens sind die von da oder von Paffendorf. Ganz selten mal welche aus der Eifel, die sich hierhin begeben in den Norden von Köln. Oh, ist mit vielen Ausrufezeichen. Der will nicht, dass du dich verläufst. Ja, er hätte hingehen können, wo er will. Wie gesagt, ich habe den Strick locker gelassen, bin einfach hinterher gelatscht. Und 20 Minuten, dann geht es wieder auf die normale Weide, die aber auch sehr gut am Wachsen ist. Also hier nebenan seht ihr die sogenannte Sommerweide. Die haben wir ja auch, wir haben alle Weiden neu eingesät, alle gleichzeitig. Die hat jetzt gerodet über den Winter. Das heißt, die Pferde wechseln jetzt von nebenan hier auf die Sommerweide. Wahrscheinlich 1. Mai oder danach. Wir haben im Moment noch nicht diese Nachttemperaturen. Wir brauchen 15 Grad plus nachts, mindestens. Dann sieht man das Gras wachsen. Der Boden ist eigentlich noch gut feucht, aber die Nachttemperaturen sind einfach zu niedrig und das Gras braucht Nachttemperaturen fürs Wachstum. Dann explodiert alles und das kann von jetzt auf gleich ganz schnell passieren. Deshalb sind wir noch relativ beruhigt, auch wenn das Gras in manchen Jahren schon viel, viel höher gewachsen ist als jetzt. Grasmischung kaufen wir immer ohne Klee.
Weil wenn ich Klee mit drin habe, dann wird er so dermaßen dominant. Dann hat man nachher nur noch Klee stehen. Man kann das hier gut erkennen auf dieser Ecke. Aber man sieht eben auch, dass die Pferde drauf stehen. Gerade noch mit Tibor gesprochen, telefoniert, ein bisschen philosophiert und Aussichten mal so besprochen. Und Tibor ist echt, mit dem telefoniere ich immer gerne. Und gestern war das auch Gesprächsthema bei uns zu Hause in der Familie. Die ganzen Helfer und wie krass das ist, wie man sich dann so findet und auch immer gut versteht. Das ist ja echt beeindruckend. Hier haben sie sich eben gekrault, die Pferde auf der Weide. Und ja, kommen wohl jetzt einige Fernsehberichte auch über das Helferzentrum in Erftstadt. Tibor hofft, dass weiter gespendet wird, dass das aufrechterhalten wird. Und er meinte auch, er hatte jetzt von Orten in der Eifel gehört, hat er noch nie vorher was von gehört. Da sind so viele Ortschaften betroffen, an kleinen Flüssen in der Eifel, an Nebenflüssen, wo wir noch nie waren, wo ich auch noch nie was von gehört habe. Ja, und was gleich noch kommen soll, wahrscheinlich ein Live-Video mit einer anderen Reitanlage, und zwar in Irel. Ihr habt es schon mal mitbekommen. Mit den zwei Brüdern, den Springreitern, der Theo Huber ist da. Mal gucken, wenn er sich meldet, dann mache ich gleich ein Live-Video, weil die haben ein Problem. Und vielleicht können wir da als Community wieder helfen. Vielleicht kennt wieder irgendwer irgendwen, der wen kennt. Und es geht um einen Gutachter, weil es einfach nicht vorwärts geht auf der Reitanlage. Mal schauen, vielleicht gehe ich gleich nochmal live. Ich glaube, wir bewegen uns mal so langsam wieder Richtung Winterweide. Und ich sag mal, bis später. Ich gehe noch mal ganz nah ran für euch. So, damit verabschiede ich mich. Macht's gut und schönen Ostermontag noch. Bis dann. Schönen guten Nachmittag. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Und zwar möchte ich jetzt live gehen mit Theo Huber und Markus Lunkes. Wer die Videos verfolgt hat, weiß, mit wem ich jetzt live gehe. Und zwar ist es auch eine Reitanlage in der Eifel, die stark betroffen ist von der Flut und wo es Probleme gibt. Ich hatte ja gesagt, wenn es geht, gehe ich heute nochmal live. Das wäre jetzt der Fall. Ich hoffe, dass das funktioniert mit der Anfrage. Theo Huber, du müsstest eine Anfrage stellen in der Mitte deines Bildschirms unten. Da ist ein grünes Männchen. Und darüber kannst du eine Anfrage senden. Dann würde ich dich mit ins Bild nehmen. Soviel ich weiß, steht ihr gerade zusammen, der Markus und du. Und es geht um, ja, ein wichtiges Thema, dass der Reitplatz gebaut werden kann für die Reitanlage wieder. Den baut übrigens eine andere Firma, nicht wir. Nicht, dass der Eindruck entsteht, ich wollte jetzt hier irgendwie, dass es vorwärts geht, dass wir da einen Auftrag machen können. Da geht es überhaupt nicht drum. Es geht einfach darum, dass die Brüder Lunkes wieder ihre Reitanlage betreiben können. Und das jetzt nach 9 Monaten warten auf ein Gutachten, dass sie loslegen können. So. Anfrage ist noch nicht da. Du müsstest also eine Anfrage stellen, um hier mit ins Bild zu kommen, Theo. Unten in deinem Bildschirm ist ein grünes Zeichen. Wenn du da drauf drückst, stellst du die Anfrage. Ansonsten kann ich dich nicht mit reinnehmen. Ich guck mal gerade. Nee. Ist nichts da. Es geht, glaube ich, um Naturschutzgutachten für den Reitplatz, was noch benötigt wird, damit man endlich loslegen kann. Und der Gutachter, der Zeit hätte, hat erst in 3 Monaten einen Termin. Und für eine Reitanlage, die abhängig davon ist, Reitunterricht zu geben, beziehungsweise Pferde zu trainieren, ist natürlich ein Reitplatz
existenziell notwendig und dementsprechend kann man jetzt nicht noch mal 3 Monate warten. Dann ist nämlich ein Jahr schon vorbei. Ja, ich rede und rede und rede, aber hier kommt keine Anfrage. Theo Huber, bitte, bitte stell eine Beitrittsanfrage, damit ich euch mit ins Bild nehmen kann. Falls das nicht funktioniert, es wird also ein Gutachter gesucht und es soll ein Naturschutzgutachten erstellt werden. Und das fehlt noch. Was das genau beinhalten muss, kann ich euch nicht sagen. Deshalb würde ich ja gerne. Pompi braucht ein langes Seil. Also deshalb würde ich gerne Theo Huber mit reinnehmen ins Bild, aber entweder haben die keinen Empfang oder es klappt einfach generell nicht. Da ist die Anfrage. So, jetzt probieren wir mal. Anfrage ist eingegangen, Theo. Ich nehme dich jetzt hinzu, hinzufügen. Die zwei Mädels sind übrigens hier am Trampolin am Springen im Hintergrund. Theo hört dich nicht. Verbindung wird hergestellt. Ah. Hi. Markus, grüße dich. Hallo. Hallo, Theo. Ihr seid auf der Terrasse, gehe ich mal von aus, ne? Ja, genau. Wir sehen an der Seite. Ein bisschen im Schatten und dass wir WLAN haben. Ja, habe Ich ich mir weiß schon jetzt nicht, gedacht. was hast du schon was erzählt? Ich habe noch gar nicht, ja, ich habe ein bisschen was erzählt, aber erzählt ihr mal bitte, ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist, was ich erzählt habe, worum es genau geht. Ja, dann schalte ich mal. Die Kamera, wo schalte ich denn die Kamera um? Das kenne ich alles. Unten in der Leiste, das dritte Symbol von links. Ja, ich hab's geschafft. Ganz kurz, da vorne seht ihr den Bagger, mit dem ich unterwegs war über Ostern. Ich habe ja im November eine Aktion gehabt über die Kreisverwaltung und da musste man jetzt noch Spuren beseitigen, die Flussein- und Ausfahrt wieder alles zumachen und dann haben wir noch Müll gesammelt. Da mache ich aber noch ein separates Video dazu. Gehen wir erstmal zum Wichtigen. Der Markus Lunkes. Markus, erzähl Hi, mal. Markus. Wir haben seit letztem Jahr alles eingereicht, was zur Genehmigung eigentlich notwendig wäre. Und das Problem ist, uns fehlt bis heute jemanden, der ein Gutachten erstellen kann für einen Fachbeitrag für Naturschutz. Und wir haben mindestens 20 bis 25 Büros durchtelefoniert und die sind alle so überlastet, dass sie uns auf Ende Juni bis Mitte Juli, teilweise sogar August geschoben haben. Was dann für uns heißt, die ganzen Planungen, die wir haben und auch uns wurden bisher die Hilfen auch zugesagt, die Förderung zum Wiederaufbau, können wir jetzt alles nicht durchführen. Weil wenn das Gutachten dann erstellt wird und das geht dann immer noch zeitlich nicht so, dass wir dann direkt danach anfangen können. Das muss ja dann immer noch alles genehmigt werden und ja, dann sind wir laut den meisten, die es ein bisschen auskennen, sind wir dann mit dem Anfang des Wiederaufbaus September. So, und dann brauchen wir auch ein, 2 Monate später keinen Reitplatz mehr. Dann sind wir wieder im Winter und dann fängt das alles wieder von vorne an. Wir befinden uns ja jetzt in der Hochsaison und wir haben immer noch nicht die Möglichkeit, die Pferde richtig zu bewegen, zu trainieren, richtig Reitunterricht zu geben. Und uns fehlt ja nicht nur der Reitplatz, uns fehlt auch die Führanlage, uns fehlt eigentlich alles, was außen betrifft. Wir haben bisher nur paar Wiesen nochmal eingezäunt und die Grundstücke sauber gemacht. So, und wir werden halt praktisch blockiert und wir können nicht weitermachen. Was für ein Gutachten Deswegen brauchst du versuchen nochmal wir die genau? ganze Zeit jemanden zu finden, der kurz. Was für ein Gutachten? Ein Fachbeitrag für Naturschutz wird gebraucht. Und der ist Okay. jetzt laut der Kreisverwaltung, das soll jetzt ein verringerter Beitrag sein, damit es ein bisschen schneller geht, aber kein Büro hat vor Ende Juni Zeit. Und Wollt ihr wir denn haben den Reitplatz mindestens wieder? boah, 25 bis 30 als Resten von. Wollt ihr den Reitplatz wieder an die gleiche Stelle bauen oder soll Nein, der weiter nach oben wandern? der Reitplatz, der wird. Ja, der Reitplatz, der wird nach oben verschoben, so wie wir damals in dem Video schon, wie ich das schon mal teilweise erklärt hatte, weil uns der Wirtschaftsweg ja weggefallen ist. Uns fehlen ja 5 Meter Grundstück und wir müssen uns praktisch einen neuen Zufahrtsweg anlegen, der neben dem Haus entlang läuft. Und dafür müssen wir den Reitplatz, der vorher genau da jetzt lag, wo der Weg hin soll, müssen wir neben die Reithalle legen. Ja? Und dadurch mussten wir alles neu genehmigen lassen.
Das handelt sich dabei um eine wasserrechtliche Genehmigung und da fehlt halt uns jetzt im Moment immer noch der Fachbeitrag für Naturschutz. Wir haben natürlich auch nicht gedacht, dass das so aufwendig ist, jemanden zu finden, der diesen Fachbeitrag durchführen kann. Wir sind seit November, Dezember schon dahinter, jemanden zu finden, aber wir werden halt immer mindestens ein halbes Jahr verschoben. Und dadurch macht es das natürlich für uns nicht gerade leichter. Ja, ihr seid ja davon abhängig von dem Wir haben auch schon Reitplatz, mit der ne? Kreisverwaltung in Verbindung. Ja gut, das ist eine Reitanlage, denke ich. Wir müssen ja auch die richtige Möglichkeit haben, unsere Pferde zu trainieren, beziehungsweise ich will jetzt niemandem zumuten, in einer relativ kleinen Reithalle im Sommer bei Temperaturen von 35 Grad, das ist dann in der Halle ungefähr mit 45 zu vergleichen, da noch Reitunterricht zu nehmen, beziehungsweise trainieren zu können. Das ist ja auch nicht mehr so angenehm für die Pferde. Wenn man dann wenigstens draußen reiten, trainieren und auch Unterricht geben kann, ist das natürlich ein Riesenvorteil. Ja. Und natürlich auch die Pferde und wieder, uns fehlt auch die Führanlage, die ja auch für die Pferde geeignet ist, um dann direkt morgens schon teilweise an die frische Luft zu kommen. Und auch die Paddocks fehlen uns ja auch. Und das ist ja alles in dem Rahmen des Wiederaufbaus geplant. Aber ja, wir dürfen halt nicht anfangen. Ohne den Fachbeitrag sind wir da. Sozusagen, ja, Papier. Ja. Ich kann das nicht Ja, vor nachvollziehen, allem ne? Wenn, auch, wenn das, da hast du wenn mir das so, erzählt. wenn das so läuft, ne, auf einer Reitanlage, dass ihr so wenig Unterstützung erfahrt. Ich meine, das ist ja jetzt 9 Monate schon her. Wer kann das 9 Monate verkraften, im Prinzip eine Reitanlage zu betreiben, ohne die Möglichkeiten zu geben? Ich verstehe nicht, wo bleiben die Leute, die euch da unter die Arme greifen und euch stützen in der Katastrophe, die ihr erfahren musstet? Das ist für mich völlig, völlig unverständlich. Hallo. Ja, das ist für uns auch unverständlich, weil wir haben ja schon mit der Kreisverwaltung in Verbindung gestanden, um dann wegen diesem Fachbeitrag, dass wir den vielleicht nachreichen könnten, dass wir wenigstens den Platz schon mal anlegen und mit dem anderen halt noch nicht anfangen. Aber selbst da haben wir eine Absage bekommen, weil der unbedingt notwendig wäre. Aber das ist dann auch egal, was wir schreiben und das wird gar nicht akzeptiert. Der Fachbeitrag ist notwendig und dabei bleiben sie und deswegen dürfen wir nicht anfangen. So, und ich habe ja auch schon mehreren erklärt, dass das im Moment überhaupt nicht möglich ist, jemanden zu finden, der es kurzfristig machen kann oder nicht nur im Moment. Wir sind ja schon seit, wie gesagt, Dezember, November schon dran, jemanden zu suchen und wir finden einfach keinen, der es halt in dem Zeitraum noch einplanen könnte. Ich würde euren Fall mal, Da verstehe ich dann schon nicht. ich habe ganz guten Kontakt zum ZDF Frontal und Dieter Könne sowieso. Ich werde das mal weitergeben. Vielleicht kümmern die sich mal drum und fragen mal nach, warum man euch so den Hals zudrückt und euch nicht unterstützt. Das kann ich nicht verstehen. Ich dachte eigentlich nach dem letzten Video, das ist ja auch schon Monate her, als ich bei euch war, das würde irgendwie laufen, aber ja. Das ist alles irgendwie nicht mehr zu verstehen. Ja. Ja, vor allem ist halt unfassbar. Es geht nur um diesen einen Fachbeitrag, den man noch braucht. Alles andere wird funktionieren. Die Jungs, das ist denen ihre Existenz, die leben dafür, verdienen ihr Geld damit und haben viele Reitschüler. Es haben sich hochkarätige Reiter aus Baden-Württemberg angekündigt, die würden gerne hierher kommen, Kurse belegen. Das ist nicht machbar, solange der Reitplatz nicht da ist, ne? Und da vielleicht jetzt auch durch unser Video, vielleicht sieht irgendwo einer, der das kann, kurzfristig, dann bitte gerne melden. Ja, genau. Entweder der Weg oder, wie gesagt, ich sage dem ZDF mal Bescheid. Vielleicht können die sich darum kümmern. Und das ging bei Susanne gerade auch relativ kurzfristig. Das ist wirklich nicht normal, sowas. Ne? Tut mir auch leid. Also, na gut, wir wissen Bescheid, weil du hast jetzt nicht viel Zeit, Markus. Ne? Du musst wieder trainieren, glaube ich. Ne? Genau, ich muss noch weitermachen. Ja. Aber hier auf dieser Fläche, die wir gerade Warte, zeigen, da soll der Reitplatz ich entstehen. schalte nochmal um. Ja. Das ist jetzt da, wo der Lader steht. Da auf diese Fläche soll der Reitplatz kommen. Also, ja, vorher war er da. Jetzt ist er gerade um einen Platz quasi verschoben nach oben. Was soll da passieren? Ja, wenn das Wasser wiederkommt, dann spülst du Sand weg und das war's. Ja, es ist einfach unverständlich. Ja. Also sind da keine seltenen Schlangen, wo jetzt der Bagger steht oder Bodenbrüter oder sonst was, weil dafür ist das Gutachten ja. Ne? Man will ja gucken, was da für seltene Arten sind, ob man das überhaupt bauen Nee, darf. da ist, ja.
Also Da ist es gar war nichts. Mein, ein da bisschen sind wir ständig provokant. mit dem Bagger drüber gefahren und Ja, es war provokant gefragt, ne? Also das ist ja. Nee, gut, ich gebe das mal weiter und vielleicht sieht ja einer das Video hier. Wie gesagt, wenn einer diesen Fachbeitrag machen kann, dann wäre ja schon geholfen. Ne? Okay, alles klar. Ja, damit wäre uns auf jeden Fall geholfen. Dann können wir kurzfristig anfangen. Ja, ich Gut, drücke mal weiter die okay. Daumen. Ihr haltet mich auf dem Laufenden, ja? Auf Okay, jeden Fall. Ja, dann auch machen von wir. dir. Dann, Danke. ciao. Ciao. Bis dann. Ciao. Da ist doch gerade was angekommen hier. Also, schönen Gruß an alle. LKW ist wieder hier. Vielen, vielen Dank an die Fahrer. Und hier, das sind jetzt zwei andere Fahrer, nicht die, die in die Ukraine gefahren sind. Und ja, hat super geklappt. Ich habe eigentlich gar nichts von mitgekriegt, so richtig. Die muss doch jetzt wenig los gewesen sein auf der Autobahn, oder? Und wie immer, zack, Internet weg. Und wie war die Fahrt? Ja, ging eigentlich ganz gut durch. Und Verkehr war jetzt keine LKWs, haben ja keine Fahrzeit jetzt. Ja, super. Da ist er. Ja. Ja, dann schalte ich auch wieder ab, ne? Dankeschön. Hallo. Markus. So, ich schalte ab. Danke euch fürs Fahren, ne? Ach, komm mal, ich lasse jetzt Klauen verboten. Das ist Schläge im der Fußraum. passiert, wie man denkt. So. Da ist er, der kleine Volvo. Und der Schlüssel. So, ich schalte ab. Schönen Abend euch. Ciao.